direkt im Anschluss an die Dramatik des Lastrau-Shootouts, wo unter anderem Fernando Alonso die Qualifikation für die 500 Meilen von Indianapolis 2019 endgültig verpasst hat, ging am Sonntag auf dem Indianapolis Motor Speedway auch das Top-9-Shootout nach zuvor stundenlanger Verzögerungen noch über die Bühne. Und im Vergleich zum Zwischenstand der Top 9 nach dem Samstags-Qualifying Q1 gab es entscheidende Verschiebungen, die in die Startaufstellung eingehen. Die Pole Position für die 103. Auflage des Indy 500 wird am 26. Mai Simon Pagenaud Penske Chevrolet einnehmen. Er ging im Top-9-Shootout als siebter der 9 Piloten ins entscheidende Einzelzeitfahren über 4 fliegende Runden. Und mit einem 4-Runden-Schnitt von 229,992 Meilen pro Stunde hat er sich denkbar knapp durchgesetzt. Damit ist Pagenaud seine erste Pole-Position beim Indy 500 sicher, das ist etwas ganz Phänomenales, schließlich sprechen wir hier vom größten Rennen der Welt. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben, so der überglückliche Pole-Sitter Pagenaud, der nach Q1 am Samstag auf dem vorübergehenden dritten Rang geführt worden war. Ed Carpenter denkbar knapp geschlagen zweitschnellster und damit auf P2 in der Startaufstellung am kommenden Sonntag, Ed Carpenter, Carpenter Chevrolet. Nachdem er erst in den Jahren 2013, 2014 und 2018 auf die Pole Position geschafft hat, unterlag Carpenter, der als Dritter auf die Bahn ging, diesmal denkbar knapp. Auf die Pole-Marke von Pagenaud fehlten ihm nach seinen 4 Runden die Winzigkeit von 0,003 Meilen pro Stunde, drittschnellster im Shootout und damit beim Rennen ebenfalls in der ersten Startreihe, Spencer Pigo, der im zweiten Carpenter Chevrolet am Samstag der schnellste gewesen war und daher als letzter ins Top-9-Shootout ging. Dort verpasste RABR sowohl die Marke von Pagenaud als auch von Teamboss Carpenter. In der zweiten Startreihe stehen am auf P4 Ed Jones im Dritten Carpenter Chevrolet, sowie auf P5 Rookie Colton Herta, der im Harding Honda seine Position aus Q1 bestätigt hat und damit auch in der Startaufstellung bester Honda-Fahrer ist. Vorjahressieger Will Power macht die zweite Reihe komplett, nachdem er mit seinem Penske Chevrolet von P2 Samstag auf P6 abgerutscht ist. Die dritte Startreihe bilden Sebastian Burda, Coin Honda, der nach P9 vom Samstag als erster ins Shootout ging, auf P7, gefolgt von Josef Newgarden, Penske Chevrolet, auf P8 und Alexander Rossi Andretti Honda auf P9. Pippermann seit Samstag im Starterfeld, Fernando Alonso Zuschauer. Die Startplätze 10 bis 30 standen dank des diesjährigen Qualifying-Modus ohnehin schon am Samstag fest. Hervorzuheben sind hier nicht zuletzt die Rookies Markus Eriksson, Schmidt Honda, auf Startplatz 13, Santino Ferrucci, Coin Honda, auf Startplatz 23, Ben Henley, Dragonspeed Chevrolet, auf Startplatz 27, Felix Rosenquist Ganassi Honda, auf Startplatz 29. Erwähnenswert ist auch die einzige Frau im Feld, Pippermann, die nach Nicht-Qualifikation 2018, damals für Daikon Racing, diesmal für das neue Team Clausen Marshall Racing, fährt. Mit P30 in Q1 hatte sich die Britin direkt am Samstag für den zu diesem Zeitpunkt letzten sicheren Startplatz qualifiziert. Am Sonntag folgten ihr im dramatischen Lastrau-Shootout noch Sage K.A.M., Dreier, Reinbold Chevrolet 31., James Hinglife, Schmidt Honda 32. und Kai Kaiser, Junkos Chevrolet 33. Im Gegensatz dazu werden Fernando Alonso McLaren Chevrolet sowie Patricio Award und Max Chilton, beide Carlin Chevrolet, nach der vor allem für Alonso dramatischen Nichtqualifikation in letzter Sekunde beim Rennen am 26. mal nicht dabei sein. Damit ist bezüglich der Startaufstellung für die 103. Auflage des Greatest Spectacle in Racing alles angerichtet. Punkt.
Am Montag und Freitag gibt es für die 33 Teilnehmer aber noch zwei freie Trainings, wobei jenes am Freitag, dem Carb Day, traditionell nur ein letzter Systemcheck von 90 Minuten Dauer ist. Urheberrecht Motorsport-Total.com Let's Block Ads.